So, da wären wir auch schon wieder beim Mass Effect. Wir sind auf einem Planet der Salarianer oder auf alle Fälle irgendwo, wo die Salarianer das Sagen haben und holen für die Korgana die Frau. Die Frauen. Hier ist Forschungsleiter Wicks. Ich gewähre Besuchern Zugang zur unteren Ebene. Nehmen Sie jetzt den Fahrstuhl nach unten. Dort wird Sie jemand... Was ist hier los? Sensoren zeigen Aktivität auf dem Gelände. Rasch, Commander, jemand wird Sie unten erwarten. Okay, das klingt nicht gut. Da fängt diese Folge ja schon super an. Sie werden angegriffen. Und ich befürchte, ich weiß auch von wem. Das Basispersonal bleibt bis auf Weiteres auf Posten. Alle Exemplare korrekt erfasst, Sir. Shepard, ausgezeichnetes Timing. Schön, dass Sie da sind. Mardin! Sehkraft nach wie vor einwandfrei. Überraschung verständlich. Hatte nicht damit gerechnet, wieder zu arbeiten. Sind Sie wieder bei der STG? Sonderberater. Wer könnte das sonst sein? Jemand anders hätte alles falsch gemacht. Habe Korganerinnen geholfen. Dem Erdnot-Clan Informationen übermittelt. Politischen Druck zwecks Befreiung der Frauen gemacht. Dann sind Sie Rex Insiderquelle. Ja. Erkläre alles später. Sicherheitswarnungen. Nicht normal. Müssen zum Schutz der Korganerinnen Planeten verlassen. Immunsystem der Frauen geschwächt. Nebenwirkung von Malens Heilmittel. Haben nicht überlebt. Malens Daten. Und Malens Forschung, wir hatten sie doch gespeichert. Ja, Daten waren gespeichert, aber nicht vollständig. Zentrale Details zur Rekonstruktion des Heilmittels fehlen, aber dennoch nützlich für Synthese aus Lebendgewebe. Konnte sie nicht retten. Ach, Mordin, du bist so wie früher. Sie haben ihr Bestes getan. Sie haben sicher ihr Bestes getan, Mordin. Kam zu spät. Jetzt keine Verzögerung mehr. Eine Überlebende, immun gegen Genophage, kann Heilmittel aus ihrem Gewebe synthetisieren. Sie ist noch hier? Ja, letzte Hoffnung für Heilmittel. Falls sie stirbt, Genophage Heilmittel, problematisch. Bitte vorsichtig sein. Organa sind sehr misstrauisch. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Sind Sie hier, um mich zu töten? Ach, was muss sie durchgemacht haben? Erdnot Rex und ich sind hier, um sie nach Hause zu bringen. Weshalb? Was bin ich für Sie? Warum so besorgt? Haben die Salarianer Sie misshandelt? Das war meine Schwester, die Sie da gesehen haben. Sie hat vor ihrem Tod sehr gelitten. Haben getan, was wir konnten. Und jetzt weiß ich, dass außer mir niemand mehr übrig ist. Das macht mich für viele ziemlich gefährlich. Was ist mit Ihnen, Commander Shepard? Warum sind Sie hier? Rettung der Kroganerin. Sie sind die Zukunft der kroganischen Spezies und dafür kämpfe ich. Dann haben Sie hoffentlich eine Armee dabei. Aktueller Statusbericht. Kommunikation nach draußen unmöglich. Wir sind abgeschnitten. Alle Daten sofort extern sichern. Was ist los? Wir haben mehrere Schiffe im Anflug. Shepard, hier Rex. Cerberus-Truppen greifen die Basis an. Holen Sie sofort die Frauen da raus. Es hat nur eine überlebt, Rex. Hier unten ist es vielleicht sicherer. Was? Damit die Salarianer sie umbringen können, genau wie die anderen? Kein Deal. Wenn sie das Bündnis wollen, schaffen sie sie da raus. Lassen Sie die Frau frei. Wir gehen. Das geht nicht. Während einer Abregelung darf laut Protokoll kein Exemplar... Einspruch. Vermerkt. Jetzt bitte Freilassung der Korganerin.
Muss Tank überwachen, während der Quarantäneprozess durchläuft. Treffen beim nächsten Kontrollpunkt, Shepard. Cerberus ist wahrscheinlich gegen genophage Heilmittel. Der Kroganerin Mut machen. Sie sehen Tuchanka wieder. Versprochen. Zum Fahrstuhl, Shepard. So, jetzt eilt es. Und ready action. Noch ganz kurz gucken, ob wir hier noch was Nützliches haben. Irgendwas stimmt nicht mit dem Aufzug. Nichts. Er reagiert nicht. So, versuchen Sie es jetzt, Commander. Ich habe ein verdammt ungutes Gefühl dabei. Oh shit. Oh scheiße. Zurück! Gibt es noch einen anderen Ausgang? Ja, den habe ich schon gesehen. Das hier wollte ich noch mitnehmen. Danke sehr. Und go. Cerberus-Truppen versuchen, die Frau zu finden. Quarantäne-Kontrollpunkt wird angegriffen. Beeilung! Ich bin dran. Shepard, hier ist Rex. Ich habe das Shuttle genommen. Tun Sie alles, was nötig ist und bringen Sie die Frau rauf zum Landeplatz. Ich mache bis dahin Cerberus. Halt Beschuss für Position, Hellseck 4! Also gut. Da ist noch was? Nicht gut. Ich töte euch alle! Ja, hundertprozentig. Aber wir werden sie alle töten. Noch mehr Feinde! Jeden einzelnen Mann. Viel Spaß beim Fliegen, Jungs. Sie dürfen nicht im Labor in Deckung gehen. Bye bye. Upsala. Die Frau wird gegen so viel Feuerkraft nicht lange durchhalten. Wir werden sie retten. Wir sind unterwegs. Wo? Okay, das ist mal. Eine neue Anekdote für unsere Memoiren. Wie Sie meinen. Schrotflinte, Reservemunition. Schrotflinte ist ja gut und schön, aber sie ist zu schwer. Shepard, Cerberus-Truppen am Kontrollpunkt. Versuchen, Kroganerin zu töten. Unterstützung erforderlich. Jawohl. Bye bye. Ich komme. Schnell, Shepard. Techniker tot. Bringen Sie uns durch den Kontrollpunkt. Gleich. Alles in Ordnung? Eindämmungsschild hält. Aussage zum Zustand der Koganerin nicht möglich. Mir geht's gut, Commander. Frauen wurden versteckt. Möglicher Maulwurf bei STG. Könnte indoktriniert sein. Kommt Bündnis Kroganer-Turianer nicht zustande, fordert niemand die Reaper heraus. Wir fordern sie nicht nur heraus. Shepard, Treffen am nächsten Kontrollpunkt. Ziel von Cerberus wahrscheinlich... Schnell! Nächster Kontrollpunkt! Kriege ich die noch weg? Ja, ich wünsche auch viel Spaß beim Fliegen. Kann ich die noch befreien? Vielleicht helfen die mir. Nein. Wie komme ich hier weiter? Ach so. Sie antworten nicht. Nun machen Sie schon. Ich versuche, ihr Feuer auf mich zu lenken.
Ups. Wir versuchen, zu Ihnen zu kommen, Mordens. Komm. Sofort! Martin, mach mich! Du bist hier noch der Einzige, der steht. Ja, du stirbst. Das war's. Ja, wir sind in Eile. Oh Gott. Machen wir vorwärts hier. Dankeschön. Cerberus meint es wirklich ernst. Die sind zu allem fähig. Ist er tot gut? Commander, zurück! Feind am Ende der Halle! Gibt's einen einfacheren Weg? Könnte man sagen. Warum habe ich sowas nicht? Los, Commander! Ich gebe Ihnen Deckung! Orion-Truppen, Sie haben Befehl, die Stellung zu halten und den Zugang zum nächsten Kontrollpunkt zu blockieren. Na super, die habe ich aber schon kennengelernt. Die von vorne anzugehen ist vielleicht keine so gute Idee. Vielleicht sollten wir sie lieber flankieren. Ich will zuerst das Geschütz weg haben. Wir müssen die Geschütze ausschalten. Meine Rede. Sofort. So. Tot. Oh, ich bin ja fast tot. Fu. Nein. Eigentlich wollte ich nicht diese Waffe ausrüsten, sondern die Knarre. Nicht am Ende. Nein, die werden noch ganz, ganz viel haben, aber wir werden einfach mal alles zerstören. Dankeschön. Cerberus muss einen Hinweis bekommen. Tja, waren einfach nicht. Verräter. Jawohl. Esst sie auf. Ich bin auf dem Weg. Hier kann ich scheinbar noch nicht weiter. Tja, damit hast du nicht gerechnet. Hier geht's nicht weiter. Es war also doch unten. Oder was? Muss ich hier außen raus? Außen rum? Hier war vorhin schon. Achso, ich kann weiter. Natürlich. Ups. Immer schön, dass alles auf dem gleichen Knopf ist. Cerberus vor dem Tank, Shepard. Brauche Unterstützung.
Ausschalten! Drängen Sie sie von der Frau weg! Brechen Sie die Schilde! So. Hoch mit dir! Oh yes. Shepard, vermute Cerberus hat die Energie abgeschaltet. Kann ich erst weitermachen, wenn Sie Notfallsysteme umleiten? Ja, ich bin dran. Ach so, das muss ich hier hinten umleiten. So funktioniert's. Das nehmen wir noch kurz mit. Alle umsehen. In der Nähe muss es eine Stromversorgung geben. Jetzt online. Na, Halleluja. Bewaffnung ändern. Ist es das, was ich denke? Ja, es ist die Knarre, die er vorhin hatte. Ich freue mich. Ausgezeichnet, können uns durchbringen. Moment, noch ein Cerberus-Trupp. Na, oh Mann. Er hat die Kommando wieder aufgespürt. Das darf nicht sein. Sie dürfen nicht. Machen Sie weiterhin Druck! Verstanden! Boom. Oh. Das ist nicht gut. Ich mag Liera. Gut. Ich mag die Singularität von Liera, die ist super. Wie geht es Ihnen? Eindämmungsschild stark, aber nicht für direkten Beschuss ausgelegt. Das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Nur die Landezone. Hoffentlich wartet Erdnot Rex noch. Rex kann seine Finger nicht von einer fruchtbaren Frau lassen. Ihr wird da sein. Wir sehen uns dann oben. Ja, wie viele vor euch schon? Das wird euch aber nichts bringen, Jungs. Glaub mir. Oh. Da kommt die Granate. Nein. Ja, das Aufladen dauert länger. Weil ich die Bewaffnung geändert habe. Das war der letzte. Verschwinden wir von hier. Die Waffe ist schwerer. Ich bin dran. Ah. Nein. Ah, super. Ich bin dran. Ich will eigentlich gerne die Waffe wechseln, dankeschön. Vermutlich sicher. Brauche jetzt letzte Freigabe. Ja. Sie müssen die Freilassung autorisieren. Tank wird dann zur Landezone gebracht. Wir bringen sie weg von hier. Feind im Anmarsch. Na super. Gestellt. Tür ist beschädigt. Kann ich raus?
Abstand halten. Ich kläre das. Kroganerin beschützen, Shepard. Sie ist ungeschützt. Ganz schön heftige Feuerkraft. Vielleicht könnt ihr ihn knacken. Cerberus hat noch nie fair gespielt. Sofort! Das ist der Shepard. Werden Sie alt? Erledigen Sie das Ding. Das Ding Cerberus war viel härter als das hier. Ja, ja, wie schön. Also auch nicht gut weg mit der, was? Ups. Sofort. Ich hab doch noch Blutbad, nicht? Dann hau das Ding drauf. Sehr schön. Jetzt muss ich mich nur noch um den Rest kümmern. Ja, aber Vorsicht! Es sind noch Cerberus-Schützen da. Jo, Mann. Du darfst gleich nochmal fliegen, Kumpel. Viel Spaß. Shepard, ich glaube, Sie haben es geschafft. Von hier oben sieht alles sicher aus. Ich komme runter. Gut. Mir Sorgen gemacht. Beeilen wir uns. Bringen wir sie weg von hier. Da sind sie. Da sind sie. Los. Ich kann auf mich selbst aufpassen, Rex. Frauen. Was macht Cerberus hier? Was wollen Sie? Ja, oh Mann. Aber wir haben das Bündnis jetzt. Wir haben es geschafft. Ich hoffe es auf alle Fälle. Ich hoffe es auf alle Fälle. Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Wenn ich Kroganer nach Pelevan bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt Tigel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant, gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende.
Sie haben die Frau, Rex. Das Heilmittel für den Rest ihrer Leute hat Zeit. Das war nicht der Deal. Aber Pelevan braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben. Wenn nicht jeder Kroganer das Heilmittel bekommt, gibt es kein Bündnis. Morden, wie lange würde ein Heilmittel brauchen? Muss Basis-Antigen der Frau synthetisieren. Benötige dazu Gewebeprobe von gesundem kroganischen Mann. Steht vor ihm. Akzeptabel. Brauche sie für die Prozedur an Bord der Normandy. Hoffentlich ist das Essen jetzt besser. Schwierigkeit der Heilung. Ein Heilmittel für alle Kroganer scheint ziemlich viel verlangt zu sein, Mordin. Schaffen Sie das denn? Natürlich, ähnlich wie Genophage-Modifikationsprojekt. Arbeite diesmal gegen eigene Veränderungen. Schwieriger als Müll-DNA, die Kontaktpunkte blockiert. Herunterfahren des redundanten Nervensystems verhindern? Neurotransmitter einstellen? Schon klar. Werde Heilmittel herstellen, Shepard. Keine Sorge. Tun Sie Ihr Bestes, Mordin. Dann fangen Sie an und beeilen Sie sich. Wie immer, bin in Krankenstation, falls Gespräch gewünscht. Muss Tests an Eva durchführen. Eva? Richtiger Name der Frau unbekannt. Normandy ein Schiff der Menschen. Mythologie der Menschen daher angemessen. Schlage Gespräch mit ihr vor. Neue Perspektive. Überraschend. Und, ist sonst noch irgendwas? Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Die Probleme der Torianer sind nichts im Vergleich zu unseren. Die da wären? Einige meiner Männer werden vermisst. Den Rest besprechen wir besser woanders. Ich sehe Sie dann in der Einsatzzentrale, gesprächsbereit. Ja, Mann. Also, ich mache an der Stelle direkt eine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war mal richtig spannend, die Folge. Ich freue mich auf die nächste. Ich hoffe, es geht so weiter. Naja, gut, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.